Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer weiteren Ruhrpott-Ausgabe. Wir wollen uns mit der Bedeutung des europäischen Rechts in der Rechtsordnung der Bundesrepublik Deutschland, insbesondere im Hinblick auf die in einem anderen Podcast bereits thematisierte Normenhierarchie beschäftigen. Das europäische Recht, meine Damen und Herren, das Unionsrecht, besteht aus zwei großen Teilen, nämlich dem Primärrecht und dem Sekundärrecht. Das Primärrecht, das sind die europäischen Verträge, also der EUV und der AEUV insbesondere. Das Sekundärrecht ist daraus abgeleitetes Recht der europäischen Rechtsetzungsorgane und das ist insbesondere die Verordnung und die Richtlinie. Verordnung und Richtlinie, meine Damen und Herren, unterscheiden sich ganz wesentlich dadurch, dass die Verordnung unmittelbar in den Mitgliedstaaten anwendbares Recht ist, also unmittelbar anzuwenden ist, während die Richtlinie richtet sich an die mitgliedstaatlichen Gesetzgeber und die müssen dann die Richtlinie erst umsetzen in nationales, in mitgliedstaatliches Recht. Also zum Beispiel die UVP-Richtlinie ist umgesetzt worden im Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung, dem UVPG. Unzählige Beispiele, gerade im Planungsrecht, das insbesondere durch europäische Richtlinien stark geprägt ist. Die Normhierarchie, die sich aus Artikel 20 Absatz 3 Grundgesetz ergibt, die bezieht sich aber eigentlich ja nur auf die mitgliedstaatliche Gesetzgebung, also Verfassung, Parlamentsgesetz, untergesetzliche Norm der Exekutive, insbesondere Verordnung. Und die Frage ist, wo ordnen wir denn hier eine Richtlinie, eine Verordnung oder die europäischen Verträge ein? Und dann muss im Ausgangspunkt klar sein, dass die Europäische Union als Rechtsgemeinschaft darauf angewiesen ist, dass ihre Rechtsnormen auch tatsächlich in allen Mitgliedstaaten entsprechend Geltung beanspruchen können. Das heißt, grundsätzlich muss sich europäisches Recht gegen die nationalen Rechtssätze, egal welcher Rangordnung, also auch gegen Verfassungsrechtssätze, durchsetzen können. Sonst könnten wir keine Rechtsgemeinschaft bilden. Auf der anderen Seite verlangt die europäische Rechtsordnung aber nicht, dass in jedem Anwendungsfall einer nationalen Norm geprüft werden muss, ist europäisches Recht da möglicherweise anderer Auffassung. Daraus ergibt sich in der Rechtsprechung des EuGH, die Unterscheidung zwischen dem Geltungsvorrang und dem Anwendungsvorrang. Geltungsvorrang hieße, dass wenn eine Norm in Konflikt mit dem europäischen Recht, eine mitgliedstaatliche Norm in Konflikt mit dem europäischen Recht gerät, dass sie dann unwirksam ist, dass sie dann nicht mehr gilt. Das klassische Beispiel für die Bedeutung dieser Unterscheidung zwischen Geltungsvorrang und Anwendungsvorrang ist das Subventionsrecht. Wenn in Deutschland jemand eine Subvention erhält, also eine Beihilfe, dann kann er grundsätzlich darauf vertrauen, dass wenn die staatlichen Behörden entschieden haben, du kriegst diese Beihilfe, dass er dann diese Beihilfe ausgeben und auch behalten kann und nichts zurückzahlen muss. Das ist der sogenannte Vertrauensschutzgrundsatz. Geregelt ist das in den 48-49 Verwaltungsverfahrensgesetz. Der Vertrauensschutzgrundsatz ist natürlich was ganz Wichtiges und rechtsstaatlich ganz unverzichtbar. Auf der anderen Seite sagt das europäische Recht aber, ab einer bestimmten Größenordnung dürfen Subventionen nur erteilt werden, wenn die Europäische Kommission dem zugestimmt hat. Das ist das sogenannte Notifikationsverfahren. Was ist denn nun, wenn, sagen wir, die Bundesrepublik Deutschland der Volkswagen AG eine Riesensubvention erteilt hat? Die Volkswagen AG hat das dankend entgegengenommen, hat dafür eine Fabrik gebaut und beschäftigt jetzt in dieser Fabrik 1000 Arbeitnehmer. Und jetzt kommt die Europäische Union und sagt, Moment mal, wir haben nicht notifiziert, dass diese Subvention widerspricht dem europäischen Recht. Und dann sagt die Volkswagen AG, sorry, Vertrauensschutz. Und die Bundesregierung meldet nach Brüssel, können wir leider nicht zurückverlangen, weil Vertrauensschutz. Das kann nicht sein. Die europäische Automobilindustrie ist darauf angewiesen, dass der Wettbewerb fair bleibt und dass deshalb diese Notifikationsvoraussetzungen überall auch Anwendung finden. Deshalb sagt der EuGH, das ist der sogenannte Effektivgrundsatz, das europäische Recht ist effektiv anzuwenden. Das heißt, wenn nicht notifiziert worden ist, dann muss zurückgefordert werden können und dann können wir in diesem Fall den Vertrauensschutzgrundsatz, der sich aus dem deutschen Recht
ergibt, eben nicht anwenden. Das heißt nicht, dass der Vertrauensschutzgrundsatz nicht gilt, sondern nur im konkreten Einzelfall, wo er in Konflikt mit dem europäischen Recht gerät, da muss er in seiner Anwendung zurückstehen. So ist das für die 48-49 Vorgaben auch mehrfach entschieden worden. Das heißt aber nicht, dass wenn das europäische Recht nicht betroffen ist, dass es dann keinen Vertrauensschutz gibt. Also wenn ein Handwerker eine kleine und deshalb nicht notifikationsnotwendige Subvention erhält, dann kann er sich natürlich noch auf Vertrauensschutz berufen, weil die Vertrauensschutznorm gilt ja nur. Sie ist nur in ihrer Anwendung hinter dem europäischen Recht, wenn es zum Konfliktfall kommt, zurückgetreten. Ich hoffe, ich konnte es einigermaßen verdeutlichen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.